Ihr fahrt euren MX-5 gerne am Limit, seid auch mal auf Passstraßen unterwegs, auf der Autobahn nicht unbedingt nur auf der rechten Spur oder bewegt ihn sogar auf Trackdays und Motorsportveranstaltungen. Dann solltet ihr über einen Umbau des Kühlmittelkreislaufs nachdenken. Wie ein solcher Umbau, auch Coolant Reload genannt, gemacht wird, das zeige ich euch heute. Bleibt dran! Hallo und willkommen bei Motorkrank. Das ist jetzt mein erstes Video mit meinem MX-5, den ich damals für DMSB-Slalomrennen nach dem Reglement der Gruppe F aufgebaut und aktiv im Slalomsport eingesetzt habe. Was genau ist also jetzt ein Coolant Reroute? Die Motoren im MX-5 NA, aber auch im MB sind eigentlich für Fahrzeuge entwickelt worden, bei denen sie quer eingebaut werden. Hier wird an der Steuertriebseite das Kühlmittel von der Kühlmittelpumpe angesaugt, durch den Block und den Zylinderkopf gedrückt, bis es am anderen Ende auf der Getriebeseite aus dem Zylinderkopf wieder herauskommt. Man kann jetzt allerlei Spekulationen und Erklärungen dafür aufführen, warum das nun beim MX-5, bei dem der Motor längs eingebaut ist, geändert wurde. Aber Fakt ist, sie haben nun auf der Vorderseite des Motors ein zusätzliches externes Thermostatgehäuse auf den Kopf gesetzt und leiten das Kühlmittel auf derselben Seite, wo es einströmt, wieder aus dem Motor heraus. Und das bringt nicht nur theoretisch, sondern auch sehr praktisch bewiesen weniger Hitzeableitung durch das Kühlmittel im Bereich des vierten Zylinders. Erwiesen ist also eine deutliche Absenkung des Kühlmitteltemperaturniveaus nach dem Umbau um ca. 10 Grad Celsius bei voller Belastung. Ich zeige euch jetzt, wie wir das Kühlsystem mithilfe des Umbaukits so umrüsten, dass der Kühlmittelkreislauf wieder so hergestellt wird, wie er ursprünglich für diese Motoren designt wurde. Nach dem Umbau gehe ich noch auf zwei weitere wichtige Anpassungen ein, die bereits gemacht wurden an diesem Fahrzeug und die ihr unbedingt auf der Liste haben solltet. Los geht's mit dem Umbau. Ich habe eines der wirklich zahlreichen verfügbaren Umbaukits bestellt. Hier gibt es einige Varianten und Anbieter, bei denen Details anders gelöst sind, aber im Grunde ist die Hauptsache überall identisch. Dieses Kit von Skid Nation ist nicht nur schnell geliefert, da es aus Europa stammt, sondern ist auch eines der kostengünstigsten am Markt. Im Kit von Skid Nation für den B6 Motor, also den 1,6 Liter MX-5 von 1990 bis 1998, wird das vordere Thermostatgehäuse mit einer kleinen Anpassung wiederverwendet. Man kann optional ein anderes gleich mitbestellen, bei dem keine Anpassung notwendig ist. Um Kosten zu sparen, habe ich das jedoch nicht gemacht. Dieser Kühlmittelschlauch ist von Gates und somit Markenqualität. Er stammt von einem US-Pickup und ist gegen einen sehr fairen Aufpreis gleich mit dem Kit mitbestellbar. Auch optional, falls ihr einen anderen Schlauch verwenden wollt. Das ist schon klasse, dass man sich bei diesem Kit eigentlich alles zusammen konfigurieren kann und ein weiterer Pluspunkt meiner Meinung nach. Hier am neuen Thermostatgehäuse, das nun hinten am Kopf aufgeschraubt wird, statt des Kühlmittelausgangs für die Heizung, ist noch eine zusätzliche Möglichkeit für einen weiteren Kühlmittelsensor, etwa für einen, ja, für eine schöne zusätzliche analoge Zusatzanzeige. Ich nutze dieses Gewinde nicht und werde deswegen die beiliegende Verschlussschraube mit dem beiliegenden PTFE-Band einschrauben und somit abdichten. Jetzt geht's aber endlich los ans Fahrzeug. Erster Schritt, die Vorbereitung. Zuerst müssen wir die Kühlflüssigkeit ablassen, unten an der Ablassöffnung eures Kühlers. Habt ihr noch die originalen Zündspulen hier hinten am Kopf montiert, dann entfernt diese bitte nun. Zwei Schrauben des Zündspulenhalters sind von oben direkt sichtbar und ja, eine ist dann eben mittig zu ertasten unterhalb der Zündspulen. Die Zündkabel bitte vor der Demontage nummerieren oder ein Foto machen. Das vordere Thermostatgehäuse ist jetzt zu demontieren. Dafür hier den Kühlerschlauch entfernen. Den Stecker vom Thermoschalter abziehen und nun das Thermostatgehäuse abschrauben. Und das Thermostat entfernen. Und hier die Dichtflächen sollten gereinigt werden, sodass keine Rückstände drauf sind. Nächster Schritt, den hinteren Kühlmittelabgang demontieren. Die Zuleitung des Heizungswärmetauschers abnehmen. Den Stecker des Kühlmittelsensors abziehen. Das Anschlussgehäuse abschrauben. Hier ist oben eine Schraube und unten ein Stehbolzen, von dem die Mutter entfernt werden muss. Danach wird der Kühlmittelsensor noch abgenommen, denn den benötigen wir gleich wieder.
Der untere Stehbolzen wird entfernt mit Hilfe einer zweiten Mutter. Die beiden Muttern werden gegeneinander gekontert und dann an der unteren Mutter der Bolzen herausgedreht. Auch hier wieder die Dichtflächen am Kopf reinigen. Nicht zerkratzen, sondern vorsichtig die Dichtungsreste entfernen, mit einem Schleifpad zum Beispiel. Vorderes Thermostatgehäuse verschließen. Die Abdeckplatte am vorderen Thermostatgehäuse mit einer neuen Dichtung verschrauben. Nun den Thermoschalter für die Lüftersteuerung aufschrauben und anschließen. Hinteres Thermostatgehäuse mit dem Spacer montieren. Zunächst einmal nutzt ihr das originale Thermostatgehäuse. Dann hat das ja noch ein Loch bzw. hier ein Gewinde für die Aufnahme von dem Thermoschalter, den wir gerade montiert hatten. Im Set dabei ist diese Blindschraube. Die wird jetzt hier eingesetzt, entweder mit dem beiliegenden PTFE-Dichtband oder auch mit Dichtmasse hier schön einkleben, dass das Ganze dicht wird. Die Schraube ist so schön flach, dass es dann hinten kein Problem gibt an der Spritzwand mit der Freigängigkeit. Bitte die Dichtmasse trocknen lassen, bevor ihr das Kühlsystem befüllt und Druck drauf kommt. Ich zeige euch jetzt kurz, wie die ganze Sache zusammengesetzt wird auf der Hinterseite des Motors am Zylinderkopf. Diese Unterlage ist jetzt mal gedacht unser Zylinderkopf. Hier ist oben die Nockenwellen, hier unten ist das Getriebe. Als erstes kommt eine Dichtung drauf. Danach kommt der mitgelieferte Spacer drauf. Hier darauf achten, dass die kleine blaue Schraube mit dem PTFE-Band abgedichtet ist und fest ist. Auch nochmal prüfen, ob hier der Abgang zur Heizung fest aufgeschraubt ist. Ich habe jetzt hier schon den Temperatursensor für die Motorsteuerung montiert mit der beiliegenden neuen Dichtung. Der wird hier oben aufgeschraubt. Natürlich dann noch festziehen. Als nächstes kommt das Thermostat. Das wird hier in diese Vertiefung gelegt. Bitte darauf achten, dass nach oben zeigend diese Öffnung hier ist zum Entlüften. Obendrauf kommt dann wiederum eine der mitgelieferten Dichtungen. Und mit den langen Schrauben, die auch im Set enthalten sind, wird das Thermostatgehäuse, das alte Thermostatgehäuse, verschraubt am Zylinderkopf. Als nächstes wird der Schlauch hier noch angeschlossen für den Heizungswärmetauscher. Ich habe hier gar keinen Wärmetauscher mehr montiert, deswegen geht der Schlauch hier direkt nach vorne zur Kühlmittelpumpe. Der neue Schlauch, der jetzt hinten vom Zylinderkopf bis nach vorne in den Wärmetauscher geht, der ist mitgeliefert, auch schon gekürzt, und zwar hier im vorderen Bereich. Man sieht auf dem Bild, normalerweise geht da nochmal eine Biegung nach hinten und der ist ungefähr auf dieser Höhe hier schon passend gekürzt. Kauft ihr ihn also einzeln, müsst ihr das noch machen. Und wie auch hier in der Anleitung beschrieben, solltet ihr, wenn ihr dann hinten das Ganze aufsteckt auf das Thermostatgehäuse, den Schlauch nicht einfach nur nach hinten biegen, sondern etwas nach oben und das Ganze so, dass diese Biegung, die hier ist, hier ungefähr nach oben zeigt. So, der Schlauch ist montiert. Hier vorne einmal am Kühler geht er hier an der Drosselklappe vorbei. Hier habe ich ihn jetzt unterhalb der Benzinleitungen verlegt, dass er eben hier oben nicht auf der Schelle beispielsweise aufliegt. Wie er dann dort hinten verläuft, das müsst ihr bei eurem Fahrzeug dann einfach mal selbst rausfinden. Am besten so, dass er nirgendwo geknickt wird und vor allem, dass er ja nirgendwo anliegt, wo scharfkantige Stellen beispielsweise ihn dann aufreiben würden. So, hier hinten sieht man auch ganz gut, wie eng die ganze Sache ist. Da kommt einmal der Schlauch von hinten und wird mit einer Schelle befestigt. Hier nebendran direkt unter dem Sensor für die Nockenwellen, den könntet ihr natürlich auch demontieren, dann ist das etwas einfacher. Da kommt dann der Sensor, man sieht ihn hier hinten etwas grün rausblitzen, das ist der Sensor für die Kühlmitteltemperatur. Das System ist jetzt soweit fertig und dicht, dass jetzt Kühlmittel aufgefüllt werden kann. Wenn die Ansaugung hier vorne auch wieder komplettiert ist, kann ich den Wagen dann anlassen, das Kühlsystem entlüften und schauen, ob irgendwelche Dinge undicht sind. So, ein Tag später.
Ich habe jetzt ausgiebige Probefahrten gemacht, eine erste etwas kürzer, um zu schauen, ob irgendwo Lecks sind. Das einzige Leck war hier oben am Thermoschalter. Da habe ich jetzt nochmal mit diesem PTFE-Band abgedichtet. Den Thermoschalter habe ich jetzt übrigens für mein Fahrzeug blind gelegt, beziehungsweise da ist jetzt nur noch ein Stopfen drauf. Das Ganze wird bei mir gesteuert, also die Lüfter werden bei mir gesteuert über die Motorsteuerung. Ansonsten habe ich geprüft, ob der Schlauch irgendwo ansteht, ob er irgendwo reibt, irgendwo abgeknickt ist. Das ist nicht so. Auch ist alles dicht hier auf der Rückseite. Da ist weder vom kleinen Kühlkreislauf noch vom Temperatursensor oder vom Schlauch hinten irgendetwas undicht. Hat also alles wunderbar funktioniert. Entlüftet ist das System auch, denn nach der ersten Probefahrt habe ich ihn abkühlen lassen. Wie gesagt, eine kürzere, um zu checken, ob alles dicht ist. Und dann auch nochmal nachgefüllt hier vorne. Der Ausgleichsbehälter ist jetzt auch wieder aufgefüllt, so wie es sich gehört. Und dann war ich auf einer längeren Probefahrt. Keine Probleme mit der Temperatur. Temperatur war stetig unter 100 Grad vom Kühlmittel, also alles fein. Jetzt, wo der Coolant Reload umgesetzt ist, gehe ich wie versprochen auf die zwei weiteren Dinge ein, die für sportlich bewegte MX-5-Fahrer auf der Liste stehen sollten. Ich hatte damals in Vorbereitung für die Motorsportveranstaltungen natürlich die wichtigsten Anpassungen schon vorgenommen, die den Temperaturaushalt des Motors positiv beeinflussen. Die erste und wichtigste Anpassung war ein größerer Alukühler mit deutlich mehr Kühlfläche in der Tiefe und mehr Fassungsvermögen. Der originale Kühler ist von der Kühlleistung nicht wirklich für längere Belastungsphasen ausgelegt und lässt den Wagen daher gerne mal überhitzen. Da er zudem aus einem Materialmix besteht, also Ober- und Unterseite aus Kunststoff sind, die Mitte eben aus Metall, wird er dort an den Verbindungsstellen sehr oft undicht mit dem Alter. Ist jetzt der Kühlerdeckel ebenfalls nicht mehr ganz fit, wird der benötigte Druck nicht gehalten und die Kühlflüssigkeit fängt schneller an zu kochen. Erneuern sollte man den Deckel übrigens alle 2 bis 3 Jahre mal, nur um sicher zu gehen, dass dieser einem die Ausfahrt oder das Event nicht versaut. Mit dem Wechsel auf einen größeren Kühler kann man auch direkt die Lüfter austauschen gegen leistungsstärkere, zum Beispiel von Spall. Die sehen dann so ungefähr aus, haben einen höheren Luftdurchsatz und drehen sich nochmal einen Tick schneller, haben natürlich auch eine höhere Leistungsaufnahme und kühlen damit eben das neue Kühlerpaket deutlich besser runter. Die zweite Anpassung war für niedrigere Öltemperaturen. Hier habe ich einen Ölkühler verbaut, der mit einer Sandwichplatte einfach zwischen den Motorblock und den Ölfilter in den Kreislauf eingebunden wird. Damit das Ganze dann andererseits nicht so lange benötigt, bis alles auf Betriebstemperatur ist, ist in der Sandwichplatte ein Thermostat verbaut, das erst bei 85 Grad Öltemperatur den Ölkühler mit in den Kreislauf einbezieht. In Kombination mit dem Reroute sollte der Temperaturhaushalt nun also im sicheren Bereich liegen und einiges an Spaß auf dem Track aushalten. Kennt ihr weitere gute Tipps und Verbesserungen für den Temperaturhaushalt am MX-5? Dann teilt sie mit uns unten im Kommentarbereich. Das war's für heute. Bleibt motorkrank. Wir sehen uns.